Hallo, hier ist euer Matze Jin und heute möchte ich mich mal kurz mit euch darüber unterhalten, was ihr davon haltet, dass der XP-Schrein jetzt in den Inferno-Modus kommt. Ich finde es nicht so gut, aus dem einfachen Grund, da andere Schreine meiner Meinung nach sinnvoller sind und jetzt besteht halt eine Chance, dass ich einen Schrein kriege, den ich gar nicht benötige. Ich bin auch sehr, sehr überrascht, dass Blizzard jetzt den XP-Schrein einbaut, aus dem einfachen Grund, da sie ja vor ungefähr 2, 3 Wochen noch gesagt haben, nein, sie wollen ihn nicht einbauen, andere Schreine sind sinnvoller, wie zum Beispiel Raserei oder der Protection-Schrein. Ja, ich war voll und ganz der gleichen Meinung, jetzt haben sie doch ihre Meinung geändert. Der XP-Schrein kommt in 1.0.5, das heißt für mich, ich habe einen zweiten zusätzlichen Schrein, den ich eigentlich gar nicht benötige. Warum zwei? Aus dem einfachen Grund 2, ich brauche zum Beispiel auch nicht den MF-Schrein. Ja. Irgendwann wird jeder in einem Level sein, wo er maximal MF hat, wo er den XP-Schrein nicht braucht. Ja. Und dann wird es so sein, ihr rennt durch die Map, das kommt ein Schrein und ihr habt dann einen XP-Schrein. Toll, bringt mir gar nichts. Ja. Viel besser wäre doch Raserei oder Protection, werdet ihr euch denken. Ich halte nicht da viel davon, dass ein XP-Schrein eingebaut wird. Ich würde gerne auch wissen, was ihr darüber denkt, ob ihr es gut findet oder ob ihr es schlecht findet. Ich weiß ganz genau, dass die Leute, die wenig Zeit haben zum Leveln und auch keine Gegenstände haben, die mehr XP bringen, die das gut finden werden. Aber ich glaube, im Endcontent hat dieser Schrein absolut gar nichts mehr zu suchen. Es werden auch noch zwei zusätzliche Schreine ins Spiel implementiert. Die finde ich sehr, sehr gut. Das ist einmal ein Schrein, der euch Movement Speed und Pickup-Radius erhöht und der zweite Schrein ist Ressourcenregeneration und Reduce Cooldown. Das sind zwei gute Schreine, da habt ihr einen guten Job gemacht, Blizzard, aber mit dem XP-Schrein, na, ich weiß nicht. Okay, ich freue mich auf eure Kommentare, das war es erstmal heute von mir und wir sehen uns morgen wieder. Viel Spaß noch beim Items Farmen.